schön. Vom YouTube-Sternchen. Lyseo Gallery TD 689. Wir gehen mal rein. Das ist eine Neuheit auf der Messe. Von Bürstner? Und zwar von Bürstner. Ja, ein aufpustbarer Alkofen. Ja, mit Treppe. Mit Treppe. Also extrem, extrem schön gemacht. Wow. Hier ist Mordsplatz. Also hier können zwei ganz locker, zwei große Menschen wie wir liegen. Ja. Wow. Ich vermute mal, hier kann man noch sowas, hier, das ist eine Leinwand. Das kann man als zum Beamen nutzen oder sowas. Ja, könnte man, ja. Das könnte man dafür nutzen, ja. Sieht so aus. Da dran kommst, ja. Also das ist wirklich eine Messeneuheit. Alkofen zum Aufpumpen mit Luft wird genau, das hier hochgepumpt Bürstner. Von Bürstner. Genau. Da gibt es noch einen größeren. Wir sind jetzt in dem kleineren drin. Der hat 6,90 Meter Länge. Ja. Es gibt noch einen mit knapp 8 Metern. Und geräumig ist er ja auch. Also hier nochmal die... Übrigens Fiat Ducato ist das Fahrzeug. In dem Falle jetzt. Ich zeig mal die Sitzgruppe. Oh, wow. Ja. Tolle Sitzgruppe, zeigen wir mal schnell. Wir müssen nämlich schnell machen, weil hier wollen ganz viele rein. Hier sind genau. Auch viele Pressefritzen da. Und die wollen sich auch gerne vordrängeln. Also hier nochmal die Treppe, wie gesagt. Hier geht's hoch, zum Glück. Hier nochmal, damit ihr das seht, nochmal. Wow, einfach nur cool. Und hier nochmal schnell die Schränke. Schränke, wow, schön groß. Sehr viel richtig schön. Groß, wir kennen ja Platz. Bürsten haben wir schon mal gesehen, als wir in Griechenland waren. Da die Ausziehschubladen. Auch sehr schön, hat es schon damals gut gefallen. Auch hier schön groß. Drei Flammen, ja, Piezozündung. Das finde ich sehr schön, was hier noch genutzt wird. Waschbecken und dann haben wir hier nochmal eine schöne Fläche zum Arbeiten. Genau. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Film da bitte mal rein. Also Kühlschrank, glaube ich, müssen wir nicht mehr zeigen. Ja, der Kühlschrank ist auch groß. Der ist groß, den kennen wir. Ja, Fernseher hier haben wir auch. Hier die Technikabteilung. Auch nochmal ein sehr tiefer Platz hier zum Beladen. Sehr gut. So, und jetzt zeig doch mal bitte dieses Bad. Ja, wow. Das ist ein Traum. Also das ist hier wirklich ein Traum. Der ist riesig, also riesengroß. Und wir haben ja auch einen Durchgang zur Garage, wie ihr seht. Also richtig toll. Ja, schön, geräumig, Spiegel, hier nochmal ein Schrank, werde ich mal aufmachen, auch schön tief. Also hier hast du wirklich Platz. Also wenn du hier am Kacken bist, hast du hier Beinfreiheit ohne Ende, sage ich jetzt mal ganz salopp. Dreh ich nochmal um, damit du mal von dem... Also von hier hat man wirklich Platz, hier kann man stehen, man sieht hier auch bei mir jetzt hier mal die Stehhöhe. Also ich bin 1,93 klein. Also hier hast du noch Platz. Und film doch bitte jetzt mal von dort aus zum Bett, damit man mal sieht, wie schön das aussieht. Ja. Auch vom Raumgefühl her. Ja. Ist richtig schön. Ja, passt. Ja. Okay, gehen wir nochmal raus, damit die anderen auch schnell rein können. Genau. Hier warten nämlich ganz viele Menschen, die auch alle gucken wollen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, danke. So, schauen wir nochmal in die Garage. Ja, die Durchreiche haben wir gerade von innen schon gesehen. Genau, das waren die Durchreiche, die wir euch gezeigt haben. Und hier passt locker ein Fahrrad rein, sogar zwei. Ja. Also da hat man ich weiß Platz. Nicht, ob das hier üblicherweise fest montiert ist. Was ist das? Das ist so, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber das gehört nicht so dazu, dass das klar ist. Ja. Schönes Auto. Können wir auch mal durch. Können wir auch mal von hinten zeigen. Wie gesagt, ein Pop ist, zeigen wir immer. Sieht auch von hinten schön aus. Schön groß. Ja, geräumiges Fahrzeug. Lyseo Gallery T689G. Hier haben wir nochmal, guck mal hier, zur Garage haben wir noch eine richtig große Tür. Ja. Also da kannst du auch reingehen. Also hier nochmal, hat man nochmal Platz für hohe Sachen. Guck mal. Ja, das geht das kann runter. Man ich wahrscheinlich. Nicht runter jetzt. Ja, das kann man da. Ja, du machst es doch. Ja, das kann man nochmal runterklappen. Ja, cool. Da und passt nochmal richtig was rein. Also ein richtig, richtig tolles Auto. Sie sind beeindruckt. Also, ja. Cool. Und hier hast du noch mal Platz. Okay, das ist Gas. Gas. Da kommen ein paar richtig große Gasflaschen rein. Zwei Stück. Steckdose, Fenster, Toilettenkasten. Ja, auf Ducato-Basis ist dieser Bürstner hier. Und also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, das so zu lösen. Das sieht innen top aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das anfühlt, wenn man drin liegt. Aber saucoole Idee. Genau. Tolles Auto.